Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend, willkommen zum vorgezogenen Sonntag, weil morgen ja Ostersonntag ist und wir vielleicht morgen was anderes spielen. Willkommen zu möglicherweise zwei Spielen. Das hängt immer dadurch ab, wie wir heute hier durchkommen. Und wir fangen wieder mit einem Schillers Art Spiel an, und zwar The Convenience Store. Man sieht es ja hier schon im Hintergrund, ein netter kleiner 24x7 Laden, und wir übernehmen mal wieder eine Nachtschicht. Und vielleicht spielen wir nachher noch ein anderes Spiel. Im Titel vom Stream steht es ja möglicherweise schon als Anlehnung. Und apropos, Abend. Starten wir mal. Ich werde wahrscheinlich danach nochmal Einstellungen vornehmen müssen, Ton und so weiter. Ich habe es nämlich noch nicht gespielt oder gestartet. Wir müssen auf Englisch spielen. Also ich versuche mit meinen bescheidenen Möglichkeiten eine Simultanübersetzung zu machen. Wohl bemerkt, ich versuche es. Oh, ist das laut. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Es ist Zeit. Ich muss mich fertig machen zur Arbeit. Okay, Bewegung, Interagieren, Optionen. Ich sehe wieder... ja, Mann mit Bart. Aber rasier. Ich muss erstmal hier... Warte mal, wo ist denn das hier? SSR, Heavy Performance. Oh, mit Reflexion. Kameraeffekt. Oh, danke. So, jetzt müssen wir erstmal... Default. So. Oh Gott, oh ja, ich wollte schon gerade sagen, warum sehe ich die Maus? Da müssen wir mal ein bisschen noch die Sensibilität hochziehen. Schattenqualität, eine volle Pulle, bitteschön. Das ist in Ordnung. Headbob können wir machen. Drop Q, Flashlight F und Rennen können wir auch noch. Okay, so, Klick. Huch, das war ich jetzt übrigens. Hab gut geschlafen. Ist aber süß hier mit dem Herzchen. Oh, was ist das hier? Es ist dunkel draußen. Guck mal, da hinten ist, glaube ich, der Laden. Ne? Cool. Kleidung wechseln? Ja, klar. Habe ich den Ton eigentlich runtergestellt? Glaube ich nicht, ne? Okay, schön. So. Das ist es halt normal, ne? Guck mal, wir haben einen Fernseher hier. Cool. Ha, mit Chinch-Kabel, ne? Videosignal, Audio links, rechts. Oh. Oh. Aufwärmen, na klar. Bento essen? Na klar esse ich Bento. Wir können nicht zur Arbeit gehen, ohne was gegessen zu haben, ne? Ja. Aber es ist eine hübsche Bude, ja. Schönes großes Bett. Ja. Das ist bloß eine Attrappe. Ich mach die Mikro an, die PS5 fängt auf einmal an, eine CD zu. Dafür kann ich nichts. So, was haben wir hier? Ah, das ist die Küche. Das ist die Küche? Okay, da würde ich natürlich auch gleich noch einen Herd, einen Kühlschrank. Ist wahrscheinlich der alte. Bei der Küche würde ich natürlich auch aus der Mikrowelle essen. Hier ist nochmal ein Fernseher. Boah, ist ja Luxus. Okay, ich brauche irgendwas mit Taschenlampe. Du bist du hier, ne? Aufnehmen? Na klar. Da geht's nicht durch. Und das Klo. Okay. Huh. Wie durch Geist. Das ist so ein typischer
Hahn, ja, wo du den Installateur rufst, ey, das geht nicht mehr, der kommt an, ist doch alles in Ordnung, geht weg und dann ist er wieder kaputt. Genauso, vor allem, der ist oben sogar abgedreht hier, also, oder? Warte mal. Ist ja seltsam, okay. Ist das ein schnelles Artspiel? Vor allem läuft das so komisch. Genau, so ungefähr. Okay. Ich glaube, hier wohnen Menschen. Komme ich hier runter? Hier? Da hinten ist das Tor. Ich sehe ihn von hier. Nee, hier kommt. Das ist kaputt. Ach, herrje. Hier geht's auch nicht runter. Wir rennen übrigens. Warte mal, können wir hier runter? Ja, hier können wir runter. Geräusche sind viel zu laut, oder? Oder geht mir das nur mit den Kopfhörern so? Vielleicht drehe ich die einfach runter. Aber schön, es ist eigentlich schick anzuschauen, ja? Ich weiß bloß nicht, woher das Grinzirpen kommt. Irgendwo von da hinten. Stell dir mal vor, du müsstest hier die Post austragen. Das wäre schlimm. Aber jetzt sind sie nicht mehr so laut, ne? Ja. Keine Ahnung, was da für eine Grille ist. Ah, unser Job. Schön, wie er strahlt. Steht ein Auto. Mhm. Ein Dreieck. Wer bist du? Ich weiß, was hier wirklich passiert ist. Ich wurde aufgefordert, dich zu warnen. Über all das alles hier. Von demjenigen, dessen Namen ich nicht aussprechen darf. Namen, Tolo. Oh. The Day of Judgment, willkommen. Uiuiui, hiha. Bring mir Essen. Du wirst bestraft werden. Weltlich. Okay. Beziehungsweise unweltlich. Bring mir Essen. Na, dankeschön. Ist doch freundlich hier. Was ist das hier? $30 die Stunde. Nachtschicht. Ach, die suchen so ja. Deshalb bin ich hier, ne? Okay, $30 die Stunde. Was haben wir denn hier? Mmh. Oh, lecker. Was haben wir noch? Das sind Nudeln oder so, ne? Wie heißen die? BTS oder so? Ich kaufe nicht so Magazinblättchen, ne? Aber ich kaufe Austin Lee Magazine. So. Was haben wir hier? Hübsches. Boah, das sieht aber auch lecker aus, ja? Das Problem ist, es ist alles so instant. Ein Klo haben wir auch.
Oh, sowas brauche ich. Danke, dass du die Toiletten sauber hältst, ne? Mhm, sehr überzeugend. Na, hier wird nichts abgerissen. Was ist das hier? Rabi Carrot Juice. Ich trinke nur noch das hier in letzter Zeit, ne? Ich empfehle es. Dringendst. Was ist das hier? Ah, die Ablage. Oh, warte mal. Ich muss mal das hier, das Headbobbing abschalten. Besser. Dieses, was überhaupt nicht zu den Laufgeräuschen passt. Was ist das hier? Ach, okay. Hier wird gebaut. Gut. Wieso soll sie denn beim Schadenservice anrufen? Wieso da gar nichts passiert? Ich fühle mich ein bisschen gemobbt hier, ja? Okay. Wissen wir erstmal, wo wir arbeiten? Oh, wie das glänzt hier. Was ist das hier? Oh. Sieht aus, als wären einige abgelaufen. Das ist schlecht. Das sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay, sieht gut aus. Ach, hey. Sauber. Abgelaufen. Okay, sieht gut aus. Gleich mal ein Achievement bekommen. So. Oh. Enter Counter? Na klar will ich das. Das ist aber so, dass die Fototextur draufgepappt ist. Was ist denn hier? I think some food are expired by the time you start your shift. Okay, can you take them off the shelves from here? Wir sollen dann nachher die Regale sauber machen. Was ist das hier? So spät ist es schon. Ihr habt eine ganze Stunde hierher gebraucht? Ach so. Kameraüberwachung benutzen. Komme ich hier wieder raus? Ah, linke Maustaste. So. Wir waren. Oh. Der hat's aber eilig. Hat sein Trinken hier stehen lassen. Ey, warte. Na toll. Geht der jetzt wirklich? Warte mal. Müssen wir ja auf der Kamera sehen, oder? Tatsache, guck mal. Oh, da kommt ein Auto. Oh, ich glaube, warte mal. Gibt was zu tun. Ich glaube, ich sollte mal hier meine Arbeit machen. Was ist das hier? Aha, thank you's choice. Ich werde es mal versuchen. Aber irgendwo haben wir doch hier. Ich komm, bleib. Also so, ja, so. Okay. Ich nehme mal die abgelaufenen Sachen mit. Ja, die abgelaufenen. Na toll. Ah, ich kann mehrere Sachen gleich mitnehmen. Haben wir noch was Abgelaufenes hier? Was hat er denn da? Na, Single, wa? Oh. Und auch irgendwas Abgelaufenes? Nö. Oh. Kunde. Nee. So, wir haben jetzt hier Mülltüten. Die müssen wahrscheinlich nach draußen, ne? Ja.
Das Schild ist umgestoßen. So. Nee, also ähnlich wie das Star Trek Autos letztens hat das nicht. Hä? Achso, weil wir zwei Müllbeutel haben, auch zweimal reinwerfen. Ja, warum auch nicht? Das ist umgekippt, oder? Ja, das ist ja das, was man wegwirft. Obwohl, ja, hätten wir ihm das Essen geben können? Stimmt, jetzt wo du es sagst. Alter, was ist das für eine Sauerei? Das war vorhin nicht. Das war der hier. Okay, wir können das hier nicht mitnehmen. Nee. Okay, wir müssen den bedienen. Warte mal. Ich hoffe, es ist nicht so umständlich. Auf alle Fälle haben wir hier eine Lotion. Ja, schön. Können wir nicht benutzen. Eine Mikrowelle haben wir. So, guten Tag. Achso. Danke, beehren Sie uns wieder. Ach, ich habe jetzt schon gescannt, was er gekauft hat. Okay. Warum auch nicht? Haben wir hier einen Mob oder so? Ich denke, etwas Essen ist immer noch abgelaufen, ne? Kannst du so aus den... Ja, komm. Ist hier immer noch was abgelaufen? Nee. Wir haben nur alles mitgenommen, oder? Das ist bloß das mit dem Magazin. Also ist okay. Warum sieht das so gammelig aus? So, hier irgendwas abgelaufen? Nee. Hier ist es auch schon schmuddelig. Ach so, müssen wir das wieder auffüllen oder so? Nee, ne? Nö, sieht nicht danach aus. Hier noch irgendwas abgelaufen? Hier? Da kommt noch... Ist auch. Warum ist das so schmutzig? Und wer ist da mit dem Auto lang gefahren? Oh, da kommt der LKW. Ist die Warenlieferung für heute Nacht? Das DHL, die kommen immer so spät. Ich habe keine dreckigen Schuhe. Ich habe gar keine Schuhe. Na, von der Miezekatz. Das ist ein bisschen spät, ne? Okay, wir haben diese Art der Zulieferung exklusiv für Convenience Stores, die so spät offen haben, eingeführt. Okay. Sieht so aus, als ob dieses Päckchen direkt für diesen Convenience Store gedacht ist. Oh, und der Name passt mit deinem Namen. Ich denke mal, das ist für dich. Okay. Mitnehmen? Ja. Kann ich das so verweigern? Mit nach Hause nehmen? Nee, wir müssen erstmal hier aufräumen.
Da wollte ich nicht hin. Warum ist das? Gibt es hier einen Mob oder? Das sieht doch. Jetzt ist da hinten auch schon. Nee, ist hier hinter. Nee. Ach, der fährt vorbei. Hier gibt's echt keinen Lappen. Kann man doch den Kunden nicht antun, sowas. Und ich will dem Typen da draußen was zu essen geben. Aber nicht den Müll, den nicht. Was ist mit meinem Bart? Naja, irgendwann muss ich den ja auch mal stutzen, ne? Irgendwann muss ich den mal stutzen. Der war doch schon so. Das Problem ist, die trauen sich nicht immer so ran. Und eigentlich müsste ich erstmal zu einem. Hier ist auch. Zu einem richtigen Barbier. So richtig Feinschliff wieder reinmachen. So, aber wir können hier nichts tun, ne? Oh, er scheint mir immer wieder an der Tür. Haben wir da irgendwas? Wir haben unsere Aufgaben erledigt, ne? Wir haben alles weggeräumt. Sind gegenüberliegende Kameras hier, ne? Ja, muss mal sein. Und nur der richtige. Oh, warte mal, da sind. Ah, ne, die sehen bloß andersfarbig aus. Wir haben doch alles erledigt, ne? Dein Manager. Haben wir alles erledigt? Mit nach Hause nehmen? Na klar. Mikrowelle angemacht. Chips. Kartoffelchips. Uso Shio. Schon wieder so spät. Da ist nichts drin. Na, hast du ein Glück. Was ist das hier? Wahrscheinlich hier rein. Sehr nah betrachten, sehr dicht betrachten. Oh, diesmal nichts mit umziehen. Wir sind noch umgezogen, okay. So, dann schauen wir mal. Wie erste Nacht. Erste Nacht von was? Warum ist das so scheiße dunkel? Alter, ich sehe nichts. Ist kaputt. Ja. Ach so. Wenn es weiter nichts ist, dann kriegen wir das schnell rum. Wieso arbeite ich da nochmal? Es ist.
Stromausfall. Eindeutig Stromausfall in der Stadt. Sind nur noch die LED-Birnen an. Die Notfall-LED-Birnen. Hab keine Ahnung, wo ich bin. Fehlt nur noch, dass einer hier ohne Licht fährt und mich dann überfährt. Hä? Ah, okay. Licht. Ja, ich kann ja nichts dafür. Ich gebe 13 Dollar die Stunde. Ich weiß zwar nicht, wie viele Stunden ich gestern gearbeitet habe, aber... Oh, der alte Mann, der ist hier nicht mehr da. Ich glaube, es ist die letzte Tankstelle, ja. Ich gucke... Da steht schon wieder dieses ominöse Auto. Wer ist denn das? Ach, das wird unser Manager sein, ne? Hier steht auch ein Auto. Da ist sogar das Licht an. Zumindest hinten. Was ist hier los? Das geht aber gar nicht. Ist nicht spät, ist dunkel, ja. Ach, guck mal, was ist das? 0 von 6. Warum ist da eine Maus drauf? Haben wir etwa ein Mausproblem? Mausprobleme. Wir besprühen die Mäuse mit Lotion. Vor allem, das ist nur gegen einäugige Mäuse. Das sieht man auf der Flasche, ne? So, hallo? Oh. Kann ich vielleicht jetzt was machen? Hi. Hey, hey! Du hast also die Meldung gegeben, dass die Türen sich von alleine öffnen. Ja, haben wir gesehen, ne? Okay, wir haben einen Typen geholt, der das überprüft hat, der die Sensoren geprüft hat, und der hat gesagt, dass die Drähte lose waren, ne? Und du hast wirklich gedacht, das wäre eine Art von Poltergeist, oder? Man sieht das ja im Fernsehen die ganze Zeit, ne? Aber das ist alles nicht echt, das ist alles geskriptet. Denn Geister gibt es nicht in der Wirklichkeit. Das ist die Wange von der Mais. Was ist der Mais? So, was müssen wir denn tun? Ich gucke erstmal auf den Bildschirm hier. Der kommt mir ein bisschen verdächtig vor, der Typ. Weiß nicht. Ach, das ist die Wange von der Maus, aber da fehlt trotzdem Auge. Weil da ist doch die Nase. Ach nee, da ist die Nase. Das ist der rote Punkt ist die. Man könnte aber auch sagen, das ist die Nase und das ist Auge. Da ist ja nicht so schlimm. Wir haben es jetzt geklärt. So. Punch in? Na klar. Ach so, was sollten wir denn arbeiten? Ich habe ein paar Ratten hinten im Laden gesehen, ne? Sie müssen irgendwie... Nee, irgendjemand hat den Mülleimer offen gelassen. Die erste Person, die diese Notiz sieht, muss sich um das Problem kümmern, und zwar so schnell wie möglich. Toll! Und der Typ hat sich nicht drum gekümmert, ne? Maus, nicht die Nase. Von der Nase. Das ist die Wange von der Maus, nicht die... Ah ja, okay. Gut, ich hab's verstanden. So, wo sind die Ratten? Okay, einäugige... das sind aber garstige Biester. So. Rattenproblem. Die haben keine Augen. Komm, Ratti.
So drei... Ah, hab dich. Aus der hohlen Hand. So. Das ist Lotion. Hallo, das ist nur Lotion. Alles gut. Ja, ich komm gleich. Wo ist denn die andere Ratte? Da fehlt eine Ratte. Hä? Oh. Da ist aber eine Faltenglättung schiefgelaufen, oder? An. Okay. Das Gesicht ist klasse. Wo ist denn die Maus? Ratte. Ist die hoffentlich hier nicht rein, oder? Ratti, 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 Ratti. Ratti, 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 Ratti. Ich habe keine gesehen. Ratti, 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 Ratti. Wo ist denn die Ratte? Boah, die sind hinten offen. Jetzt mal erb. Warte mal. Können wir das umstellen hier? Nein. Ratti, Ratti, Ratti. Wo ist denn die Ratte? Oh, 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 ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich habe schon zwei Kunden heute. Ich bin da. Oh. Schönes rotes Auto hast du, mein Freund. Ey, ich hab's eilig. Könntest du wirklich jetzt mal ganz schnell mir 5 Dosen Bier und eine Packung Zigarren holen? Und schnell. Bier, Bier. Puh, holst du doch selber. Nein, ich, wir holen's. Wir sind ja lieb und nett. Bier, Bier, Bier. Hab ich jetzt Bier? Ja. Und Zigarren, Zigaretten, also... Ich habe jetzt wirklich nur ein Bier ge... Oh Gott. Wo sind die Zigarren? Hä? Wo sind die Zigaretten? Wie, die liegen am Boden? Oder liegen die da vorne am Boden? Wer hat die da hingelegt? Was tut man nicht alles für die Kunden? Ist ja auch schließlich eine Dienstleistung, ne? Da sind ja zwei Begriffe drin. Einmal Dienst und Leistung, also dienen und leisten. Ich glaube, das sagt alles aus, was man wissen muss. Dienen und leisten. Ja, ich glaube, die sind ja in der Theke. Ist die Oma immer noch drinne? Hallo? Okay, die Tür geht nicht auf. Ich glaube, die ist immer noch drin.
Bestimmt hat es jetzt viel zu lange gedauert. Wir müssen aber noch eine Ratte eliminieren. Mit Lotion bestreichen. Ach so, hier. Welche nehmen wir denn? Welche darf es denn sein? Ja, eine. So. Danke. Wenigstens hat er sich bedankt. Ist doch gut. Wo ist denn die Ratte? Brumm, brumm. Bären sonst bald wieder. Vielleicht ist Oma ja die Ratte. Ich weiß nicht, wo die Ratte... Wo ist Ken Kuhn? Weißt du, wo Ken Kuhn ist? Ich dachte, ich hätte seine Stimme gehört. Das war nämlich mal das Haus meiner Tochter. Hm? Was hast du getan? Wie kannst du es wagen? Naja, wenigstens sie spült. Ja, das sind die besten Kippen überhaupt, ne? Mit Rattenlotion. Aber wo sind die Ratten? Also die eine. Die Musik macht mich kirre. Pass auf, gleich springt mich irgendein monstermäßig riesiger an, ne? Alles erledigt. Super. Das ist auch eine Musik, wo du anfängst, irgendwie zu morden, oder? Irgendwann, früher oder später. Ich gehe mal lieber hinter meinen Sicherheitsschalter hier. Ist nur ein loser Draht. Security, okay. Ich hab's gesehen. Da war ein Bengel. Den stopp ich mir. Den schnapp ich mir. Oh, der Lieferservice kommt wieder. Wo ist der Bengel? Keiner da. Diesmal hat er kein Paket für mich, ne? Die laufen so bedächtig so. Wie ein Big Daddy unter Wasser. Oh, schön, dich wiederzusehen. Ach, weißt du, das ist so ein unstoppbarer Trend, dass man alles irgendwie online bestellen muss, ne? Ist auch egal. Das scheint ein Päckchen für dich, das scheint ein Päckchen hier zu sein, was zur Abholung gedacht ist. Okay. War das vorher schon da?
Päckchen geben, ja. Cookies. Wow. Ich will so einen LKW haben. So ein LKW ist cool, der auf der Stelle drehen kann. Wir haben eigentlich alles erledigt, ne? Okay, Ratten haben wir erledigt. Sehr schön. Gucken wir mal ein bisschen rum. Vielleicht gehen wir noch in die Auslage und schauen, ob da noch alles in Ordnung ist. Okay. Aber wir sehen uns niemals selber, ne? Weil wir gerade in dem Raum drin sind. Hier ist nichts weiter. Geht aber auch lange die Schicht heute. Ich habe nichts gemacht. Die zweite Nacht. Oh, es regnet. Ich hänge schon wieder fest hier. Klamotten brauchen wir nicht anziehen. Wie sieht unsere Küche? Oh, nicht gut. Regenschirm mitnehmen? Ja, klar. Es öffnen. Oh oh. Keine Ahnung, was uns die Videos sagen wollen. Oh. Cool, wir haben Ringschirm. Den spannt man aber nicht im Hause auf, ne? Bringt nämlich Unglück, sowas. Boah, es ist Muchtwetter. Also das ist schlecht. Also wir müssen mal hier mit dem Bürgermeister sprechen, ja? Also das mit dem Lichtverhältnis hier bei Nacht, da kannst du ja nicht ordentlich rausgehen. Was, wenn du dir ein Bein brichst, ne? Zeit, werden wir aber verklagt hier. Was? Ich dachte, da war gerade was. Oh, bloß schnell ins Licht. Da ist das Licht. Guck mal, wir hinterlassen Tropfen im Himmel. Vom Schirm.
Okay. Musik ist... Hier fehlt schon Essen. Ah, wir müssen was einfüllen. Oh, die Tür ist offen. So, wo gehört das Zeug hin? Haben wir hier irgendwo Platz frei? Nee, ne? Keine Ahnung, ich schmeiß es mal hier auf den Boden. Wahrscheinlich erst, wenn ich den Zettel lese, dass ich es einsortieren soll. Ich mach mal die Tür zu hier. So, das ist, glaube ich, für die Tiefkühltruhe. Ist ja keiner. Hallo? Hat die Tür bestimmt bloß geklemmt. Macht sie immer. In letzter Zeit. Wer ist da? Ist doch keiner. Huch. Okay, hier können wir restocken. Das ist hier, glaube ich, im... Kommt ihr gerade von Notfalleinsatz oder was? Der hackt mich gleich. Da war eine Lücke in den blauen Tüten. Ah, hier. Der Arzt? Ersthelfer? Ist das eine Maske? Ich bin Hamada. Da soll irgendwas nicht korrekt sein mit dem mit der Klimaanlage, oder? Dein Boss möchte, dass das hier nämlich alles frisch bleibt, das Essen. Ich hasse es zwar so spät zu arbeiten, aber die bezahlen mich halt gut, weißt du? Aber was soll's? Ich schau mal bloß draußen gerade und ne, und geh mal schnell ums Eck. Ich geh mal mit ums Eck, okay? Oder warte mal. Ich gucke über die Kamera ums Eck. Das ist es. Dann brauche ich nicht hinterherlaufen. Arschgeige. Da steht nur noch Bu da unten drunter. Arsch. Ey. Ah, hab ich dich erwischt, wa? Hm, okay, okay. Ja, ja, ich hör schon auf, ne? Ich verspreche, ich werde es nie wieder tun. Was? Da schickt dir irgendjemand VHS-Bänder? Klingt nach einer perfekten Idee für einen Horrorflick. Ja, okay. Aber es ist möglicherweise ein bisschen Prank. Ne?
Ich bezweifle, es hat irgendwas mit irgendwas zu tun, ne? Ich meine, was soll's? Es ist bloß ein Video, oder? Okay, wenn du meinst. Einige Produkte fehlen, ne? Es ist immer gut, wenn die Regale voll sind, ne? Das ist immer unser Motto, ne? Also bitte füll mal auf bis morgen, ne? Dein Manager, haben wir getan. Ich stempel mich mal ein. Und weg ist er. Okay. Jetzt habe ich den Typen draußen verpasst. Wollen wir wetten? Was war das eben? Er kommt wieder. Sie hat sich einen Hammer gegönnt, okay. Und er fährt jetzt los. Jetzt fährt noch ein Auto los. Hä, wo ist die Frau hin? Ach da, ich wollte schon gerade sagen. Ja, das glaube ich auch. Hallo. Das sieht lecker aus. Bitteschön. Hey. Bist du die Einzige, die hier arbeitet? Ich kann es gar nicht glauben. Was für ein Typ von Manager, ne, setzt dann ein Mädchen einfach in die Mitternachtsschicht ganz alleine? Ich sehe, du hast keine andere Wahl, ne? Aber wenigstens, ich gebe dir meinen Protection Charm, also sprich irgend so ein. Aber sei vorsichtig. Okay. Nehmen, na klar, nee, warte. Die fährt schon wieder los? Ich weiß gar nicht, ob ich da rausgehen will. Was ist denn da hinten eigentlich? Okay, wir können uns schon mal verteidigen. Oh. Öffnen. Die waren nur zum Pieseln da und hat uns beschimpft, ne, was wir hier getan haben. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Hallo? Hallo? Wir gehen immer zu Fuß und hier steht ein Fahrrad. Oh. Du hast nicht mehr abgeschlossen, die Tür, ne? Aber mein Arm wird irgendwie taub, wenn ich versuche, sie zu öffnen. Es fühlt sich so an, als ob mich irgendjemand zieht. Ich habe die ganze Zeit die Taschenlampe an. Ich kann sie auch auslassen. Ist vielleicht besser, da schreckt man sie nicht so dolle. Hat da gerade inner geguckt? Oder habe ich mich gerade bloß getäuscht? Ja, drinnen auch, na klar. Sieht man ja sonst nichts. Soll ich da reingehen? Ich kann es nicht öffnen. Okay. Vielleicht hätte ich es nicht aufschließen sollen. Ich gehe mal drum rum. Ach, da ist der. Okay.
Okay, scheint alles clean zu sein hier. Wir gucken noch mal. Okay, voll stabil. Nö, alles gut. Hat der sich hier hinter versteckt oder was? Ey, ist das ein Sack. Hier, guck mal, das ist Licht an, Licht aus. Huch. Wir sehen in der Tür die Reflexion des anderen Raumes. Wait a minute. Der Klodeckel. Gib mir dein Pippi. Gib mir dein Pippi. Hilfe. Wer kommt denn da? Und wir haben keine Aufzeichnung. Ey. Da war ja jemand am Rechner. Alter Scheiße, die Wand an. Okay, die Kamera ist kaputt, wie es aussieht. Da unten liegt irgendwas. Ja, don't blink. Die tut sie aus dem Ring. Was ist das hier? Talismans. Nehmen wir alle mit. Oh, warte mal. Müssen wir damit jetzt... Ich liebe es, wie die Geräuschkulisse von jetzt auf sofort sich verändert, nur weil wir aus der Tür durchgehen. Exorcise the door, na klar, exorziere sie. Ist es nicht... Hat er die Bänder? Er hat auch Bänder gekriegt. Manager. Die Tür geht nicht auf.
Das ist der Manager. Das ist aber... Ich will nicht mehr auf Arbeit. Ich will nicht mehr auf Arbeit. Wie viele Videos haben wir schon geguckt? Ich will es gar nicht gucken, das Video. Der hat es bis zu viel geschafft, ist gestorben. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich von dem, was er im Video gesehen hat. Ich will das Video gar nicht angucken. Das ist Video Nummer 4, oder? Nee, ist Nummer 3. Ist Nummer 3, ne? Gucke mal. Er hat uns gefilmt, wie wir in dem Haus drin waren. Zu viel RTL. Ich glaube auch. Was für ein Albtraum. War das überhaupt ein Traum? Ich glaube nicht. Hauptsache, wir haben eine Taschenlampe. Typisches Männerverhalten, ne? Der konnte nicht die Augen von uns lassen. Der musste uns die ganze Zeit anstarren, um aufzupassen, dass wir auch wirklich unsere Arbeit machen. Bisse bluten. Genau so. Ich glaube, das ist so Spezialtraining. Dafür gehen sie 6 Wochen auf Intensivkurs und Lehrgang, ne? Starren. Ich weiß nicht, warum die Lampen so dunkel sind. Ich weiß auch nicht, warum um die Uhrzeit keiner unterwegs ist, außer wir. Tja, wer bezahlt uns jetzt eigentlich, wenn Manager tot ist? Hat darüber jemand sich schon Gedanken gemacht? Oh. Wir können nicht mal stempeln. Wir arbeiten jetzt für umsonst. Die Kamera ist wieder in Ordnung. Das ist gut. Ja, aber nur, wenn wir stempeln, ne? Ich mach hier nichts mehr ehrenamtlich. Jetzt überall Fernseher. Und ich kann ja auch noch alle einschalten. Okay, der Tresen ist kaputt.
Der guckt auf bestimmte Fernseher. Den oberen. Den ganz oben. Den ganz unten. Okay, es scheint sich immer zu wiederholen. Hat sich jemand die Position gemerkt? Oh Gott. Der? Keine Ahnung. Wir gucken noch mal. So, es scheint der zu sein. Da guckt er hin, ne? Er guckt nach unten. Er guckt nach unten, und zwar nicht in den ersten unten, sondern... Ich hätte gesagt, er guckt in den unten, ne? Guckt da in den oberen. Der hat jetzt ein Geräusch. Die können wir nicht mehr ausschalten. Okay. Guckt auf den unteren, den zweiten unteren. Was das für ein Geräusch war? Nee, den besten Eindruck macht der Markt definitiv nicht mehr. Okay, der Junge läuft noch. Der Fernseher ist wieder aus. Bei der falsche. Oben. Oben, der zweitreichste von oben. Okay.
Ja, eigentlich wäre ich auch dafür. Ah, der hat alle zurückgesetzt. Was war der hier? Das war nicht der, ne? Ach du Kracke. Der zweitreichste oben. Eigentlich der. Weil er stand hier und hat hochgeguckt. Oh. Die müssen ein Geräusch machen. Wenn der ein Geräusch macht, ist er richtig. Ich glaube auch. Nee, er steht bei dem oben. Er steht bei dem oben. Oder wenn sie rauschen, sind sie verkehrt. Oh, wir waren ein zu schnell. Das ist wieder so ein Längezieh-Dings hier. Der dritte in der Mitte. Der dritte in der Mitte. Der dritte in der Mitte. Der rauscht aber nicht. Vielleicht dürfen sie nicht rauschen, die richtig sind. So, gucken wir doch mal. Er guckt nach ganz oben. Er stand vor dem ganz oben. Ja, das ist sowieso so ein Ding. Da hast du recht. Das ist nicht normal hier. Aber wir wissen nicht, was sie zwischendurch gemacht hat, ne? Das ist der Fernseher. Also der ist richtig. Das ist der Fernseher, ist auch richtig. Ja, sie wird ja nicht bezahlt vom Chef, ne? Das würde ich auch als richtig erachten. Da guckt er nach unten. Oh, warte mal. Da guckt er aber da hinten nach unten. Der unterste zweite. Tja.
Prost. Ich habe keine Ahnung. Gibt es dafür irgendeinen Lösungshinweis? Oder ist es zufällig? Er guckt nach unten. Ich guck gleich, Hollo. Ich schau mal. Ich guck mal. Ich nehme mal das hier zur als Dings. So, fangen wir mal an. So, hier ist es. Der hier da. Okay. Dann das hier. Da ist es. Der da. Dann in der nächsten Reihe. Diesmal aber entgegengesetzt geguckt. Und zwar so, ja. Bis es der da. Der zweite Einzelne ist es. Der da. Haben wir es? Oh. Ich glaube, wir haben es. Kann ich hier wieder zumachen? So. Ich glaube, wir haben es. Ich gehe aufs Klo. Wird nicht besser. Ich weiß nicht, wie ich hier rufen habe. Bist du ausgerutscht, mein Junge? Oh. Okay, jetzt sind wieder Kisten hier. Der Junge ist weg. Wir sind wieder im Laden. Ich will das Tape nicht. Das ist das vierte Tape, ne? Das ist das vierte Tape. Ich will das nicht. Kann ich nicht wieder verschwinden hier? Ich glaube auch, dass die Grusel-Omi, Quatsch, die Omi und ihre Gruseltochter und ihr Grusel-Enkelkind. Wahrscheinlich gab es Strafe für zu viel Fernsehen oder so. Ich glaube, das Video ist jetzt, ich guck mal sicher. Oh, kann ich nicht. Ich muss das Video nehmen. Bring it home. Nee. Die vierte Nacht. Ich glaube, jetzt ist vorbei. Jetzt ist Exitus.
Gleich bluten uns auch die Augen. Oh. Der Manager hatte das Video Nummer 4 und war tot. Wir können es jetzt in den V-Recorder legen, wir können es in den Müll werfen oder in eine Kiste packen. Mit der Kiste packen, verschicken wir es weiter, ne? Oder sind wir so hart gesotten und ziehen das durch? Wollen wir es wissen? Cherry Cherry Lady, ja. Ich schick's weiter, oder? Okay, send it off to someone else hätten wir. Dann hätten wir hier wegwerfen. Oder das sind die drei Enden wahrscheinlich. Ansehen. Ich will aber auch nicht Cherry Cherry Lady angucken. Cherry Cherry Lady. Wenn wir das Video weiterschicken, dann opfern wir jemand anderes, ne? Bist du dir sicher? Na klar. Wir schicken es weiter. Das ist so wie so ein Kettenbrief, weißt du? Wenn du es nicht umgehend an 50 andere Leute weiterschickst, dann... Ending 1. Oh, das hat mich, die ganze Situation hat mich krank gemacht, ne? Ich habe das VS-Tape versiegelt und zwar vorsichtig und habe mich entschieden, es an einen anderen zu schicken. Glücklicherweise, Absenders Adresse stand auf der Box. Als ich es vorbereitet hatte, loszuschicken, habe ich irgendetwas auf meiner Schulter ruhen gespürt, ne? Es ist zu viel passiert in kurzer Zeit. Meine Gedanken konnten nicht mitlaufen. Alles in dem Laden hat mich verängstigt. Ne? Habe mich hingesetzt, meinen Kopf klar gemacht. Was habe ich gesehen? Wovon war ich Zeuge? Egal, was ich erlebt hatte, ich hatte die Wahrheit erkannt. So I turned to the internet about the store. Ich habe eine alte Artikel und Forumsgespräche über das Gebäude mitgekriegt. Ne? Ein Kommentar. There seem to have gruesome killings at the property. Okay, search for the same comments. In 2000 there was a case where a man who was murder suicide determined to investigate the incident further. The man killed his child with a kitchen knife while his wife was off to grocery shopping to a local supermarket. When the wife came back, it said that she was killed in an extreme way. He then hung himself on the same day. They say that the woman was pregnant at the time of her death. The woman was killed with several nails punctured along with her child in her stomach. Blah. I wanted to throw up from the obscene images, but I knew I had to continue. There was a guy that replied to the comment and said that he worked at the same place as him. According to him, the man was often harassed by his boss at work, and he had complained to several colleagues, and on the day of the incident, it is said that he had an emotionless face. Imagining what the family had gone through, depression and hatred occupied my head. It was very painful. With tears in my eyes, I closed the internet gently and called the manager to talk about everything I had experienced during the night shift and what I had discovered. However, the calls were never picked up. It was the same over and over again, and I received a phone call from Mr. Who's franchise leader, who I had never met. I had a bad feeling about it. Then, with a shivering voice, he said, "The manager is dead." Ich konnte nicht atmen, so it wasn't a dream, okay? And when I asked about the place where it was found, Mr. Ho said that there was an old storage behind a convenience store and he was found there after the day of his death. I dropped my phone. I quit my part-time job with a broken feeling. After quitting, I would avoid going near the convenience store whenever I could, because every time I passed in front of the store, I would always feel a sharp stare towards me and I wouldn't be able to help but to try and pass as quickly as possible so as not to look at the building. A day later, the store had closed down. The reason seems to be due to poor management, but further details were not publicized. After a while, the memories of the convenience store started to haze down a bit. One day, as I passed by the now closed down store, I heard a child's voice. There, I saw the woman. When I looked in my hand, I had picked up one of the rusted nails that had fallen in the middle of the side. Ich glaube, das ist kein gutes Ende.
Diese Geräuschkulisse. Ja, die untersuchen sowas beruflich. Oh. Ich dachte schon. A Game by Chiller's Art. Ja, das war dann The Convenience Store. Okay, es hatte ein paar Momente. Halt typisch. Chiller's Art Supporter Cameos. Austin Lee. Es Austin Lee. Es Cup Ramen Label. Es Rabi Carrot Juice. Es Poster on the Window. Es war sehr interessant. Es gab vorrangig natürlich dann wieder Jumpscares, ne? Bin noch nicht ganz so schlau. Also es war ein von Geistern, von einem Mord und Selbstmord getriebenes Örtlichkeit, ne, der Convenience Store. Und der Geist war eben halt da. Und natürlich immer Mitternacht und natürlich bei uns. Und dieser Geist hat dann Videos geschickt, oder wer hat die Videos geschickt? Das ist das, was jetzt noch nicht so ganz geklärt ist. Wer hat die Videos geschickt? Und wem haben wir sie zurückgeschickt? Also wenn der Absender drauf stand, wer war denn der Absender? Wer hat denn das Video bekommen? Schwierige Sache. Danke fürs Spielen. Danke fürs Spiel. Schwarzer Bildschirm. Und dieses Geräusch. Irgendwas passiert doch gleich noch. Okay. Es macht, glaube ich, keinen Sinn, jetzt das normal zu spielen, um die anderen beiden Enden zu sehen. Also die Enden sind definitiv. Also wir können nichts anderes oder, richtig oder falsch machen. Oder vielleicht doch, weiß ich nicht. Die Enden sind am Ende, logischerweise auswählbar. Schönes Spiel. War eine schöne Stunde, eine anderthalb Stündchen fast. Sehr mulmiges Gefühl. Also ich werde jetzt abends bestimmt nicht mehr in den Convenience Store gehen. Ne? Theoretisch ja. Oder wer umgekippt ist. Vielleicht hatte sie auch nur eine Art Vision. Und der Manager hat ihr das geschickt. Wie sieht es denn damit aus? Dass das nur eine Art Einbildung war, was sie gesehen hat, zum Beispiel in die Zukunft zu blicken. Weil er hat auf das Tape Nummer 4 geguckt. Er ist gestorben. Und er ist gestorben, nachdem sie es abgeschickt hat. Denk mal drüber nach. Wer weiß, wer weiß. Gut, das soll's mit dem Spiel gewesen sein heute. Ist ja schon so spät. Aber wir fangen das andere noch an. Für YouTube ist hier an der Stelle Feierabend und für den Stream geht es jetzt gleich weiter an der Stelle, ne?